Ich bin gespannt. Oh. Ein Tourist wurde ermordet während eines Raubüberfalls. Diese Geschichte wurde sehr breit berichtet in der internationalen Presse, was ein schlechtes Licht auf was ein Licht auf unser nationales soziales Problem wirft. Unsere lukrative Touristenindustrie ist eins der letzten Opfer unserer hohen Kriminalität. Wir haben keine hohe Kriminalität. Kriminalität ist auf Null. Hallo? Gibt es mir auch nicht. Shit. So, Daniel Garnier. Die hat mit den mittleren Einkommen und Selbstständige hat dieses Enterprise Investment Scheme. Das gibt Steuererleichterungen an reiche Individuen, die ihr Geld in kleine Startups investieren. Aber im Prinzip ist das quasi eine Förderung durch Steuergelder, weil man ja ihnen Steuererleichterungen verschafft. Der Vorteil wäre, dass wir hier vielleicht die Abwanderung der Investoren abwenden können. Wir müssen das ja nicht komplett hochziehen, sondern wenn wir das auf einer etwas niedrigeren Quote haben, haben wir hier mehrere Gruppen auf einmal glücklich gemacht. Nur mal wieder die Sozialisten nicht, was in dem Land, das wir spielen, eher schwierig ist. Aber es wäre an der Stelle wahrscheinlich das Richtige. Nee, Socialism geht runter. Die Sozialisten finden es nicht sofort kacke, aber der Socialism geht runter. Ja, würde ich machen, so. Tatsächlich. Auf einem niedrigen Niveau, ja. Es gibt dem Bruttoinlandsprodukt auch was. Ja, okay. Dann? Oh. Bruttoinlandsprodukt einfach mal 2,4%, wenn wir es auf dieser Mitte halten. Also, das ist ja großartig. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht ein bisschen runter. So? Ja, das finde ich gut. Ich glaube, wir müssen noch eine Weile von unseren verkauften Energie Unternehmen zehren. Okay, also Apply Change. Und wir haben Nachrichten. Ein Spezialbericht eines unserer ältesten produzierenden Geschäfte. Die CEO Margot Jakob, während sie weint, dass ihr Familienunternehmen schließen muss. Es ist einfach unmöglich in diesem Land mit der Arbeitsgesetzgebung. Die Gewerkschaften ruinieren uns und fahren uns in den Boden. Wir können einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Aha. Die haben wir schon einmal gesenkt. Wir könnten nochmal 6 ausgeben und es noch weiter senken, weil es halt direkt Auswirkungen auf unsere Probleme hat. Das finde ich gut, zumal es auch nicht so eine Rolle spielt bei den Sozialisten. Ja. Wir sind halt sehr hoch. Wir müssen das Stück für Stück runterziehen, glaube ich. Ja, so komplett abschaffen können wir es halt in Frankreich nicht. Wir haben nicht wiedergewählt, aber so ein Stück anpassen finde ich auch. Okay. So, und dann haben wir jetzt direkt schon auf dem Startbildschirm alles politisches Kapital ausgegeben. Für die 2 und Anmerkungen. Ich würde einmal kurz auf unsere Abbildung gucken. Ah, hier in unserer Schuld sehen wir kurz mal das, was wir zurückgewonnen haben, quasi. Durch den Verkauf der Energieindustrie. Das wollte ich nur einmal kurz noch sehen. Okay, wir machen nächste Runde. Und gucken, was passiert. So. Was haben wir? Ah, jetzt haben wir wieder das Problem, was wir jetzt schon kennen, was wir auch schon öfter diskutiert haben. Nämlich diese Geschichte mit dem Verbot von Tierversuchen. Und es ist halt leider schlecht
dargestellt, immer. Da würden wir uns immer wieder neu mehr Informationen wollen. Und wir haben auch schon mal rausgefunden, dass halt in der Europäischen Union ganz grundsätzlich Tests an Tieren, was Kosmetika angeht, verboten ist. Und hier in den beiden Optionen steht es halt dezidiert drin, dass besonders an Kosmetika und so weiter. Aber das ist in der EU seit 2013 verboten. Ich glaube, Horst hier hat mal den Link rausgesucht. Also, was machen wir? Ich überlege gerade, was bei uns gerade in unserer politischen Situation möglicherweise eine angesagte Entscheidung wäre. Ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich ist eine angesagte Entscheidung, weil wir, also ich gehe jetzt komplett opportunistisch rein, dass wir keine Änderung machen, also no change sagen, weil das der Wirtschaft wahrscheinlich gefällt, für die wir jede Menge tun müssen. Denen es nicht gefallen wird, sind die Umweltschützer, aber für die werden wir jede Menge tun müssen, weil wir was für die Gesundheit tun müssen, und das heißt automatisch, dass wir auch was für die Umwelt tun müssen, weil wir diese Asthma-Epidemie haben. Und wir könnten uns natürlich auch ganz entspannt darauf zurücklehnen, dass ja Frankreich eines der Mitgliedsländer der Europäischen Union ist und deswegen ja sowieso diese EU-Vorgaben schon gelten. Also brauchen wir an der Stelle vielleicht nicht. Ja, also würde ich No Change anklicken und gucken, ob das uns einen Vorteil bringt, den erhofften. Liberale und Environmentalists finden es doof, wie das GDP gibt plus 1 und unser Ruf, dass wir mitfühlend sind, geht um 10 runter, ja. Damit kommen wir, glaube ich, klar. So. Tja. Unser Credit Rating sieht immer noch wirklich bescheiden aus. Ich befürchte, wir kommen an einem radikalen Sparkurs auch echt nicht mehr vorbei. Nee, wir sind immer noch bei 40 Defizit. Also wir haben diesen Freifall so ein bisschen aufgehalten. Ja, aber so nur kurz. Und wir haben die Renten abgesenkt. Wie sieht es denn bei unseren Problemen aus? Der Unternehmensexodus ist immer noch hoch. Die Labor Laws haben wir Stück für Stück gesenkt. Die Steuern für Unternehmen sind relativ hoch, aber da würde ich jetzt auch nicht so einfach rangehen. Dann die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht langsam nach unten. Unsere Produktivität hält das auf. Auch hier, die Unternehmenssteuer ist hoch. Könnten wir den Mindestlohn ein Stück anheben und vielleicht dafür die Unternehmenssteuer ein bisschen senken? Also, obwohl die Unternehmenssteuer davon unabhängig ist. Also, ja, vielleicht den Mindestlohn ein bisschen anheben. Ja, ich würde nochmal auf die anderen Probleme gucken. Der Doctor Strike geht langsam runter. Das ist schön. Die Asthma-Epidemie. Oh, die Asthma-Epidemie ist auf dem Rückschritt. Das ist großartig. Das werden wir bald überwunden haben. Und der Rail Strike nimmt langsam ab. Langsam, aber sicher. Der wird uns noch eine Weile begleiten. Ich finde die Idee, die du sagtest, gar nicht schlecht. Was ist das hier? Nee, Consumer Rights ist es nicht. Mindestlohn war Minimum Wage. Also anheben. Mhm. Und kostet uns nichts. Also das stärkt halt die nicht. Der Nachteil ist, das muss uns halt bewusst sein, dass es die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft weiter stärkt. Ja, und den Corporate Exodus. Aber der steigt um 1,2%.
Behalten wir mal im Hinterkopf und dann gucken wir uns die Unternehmenssteuer an. Wo war die denn? Achso, die finde ich ja dann bestimmt wieder hier. Corporate Taxation. Oh, das bringt... So, wenn wir nur 2 Milliarden runtergehen, ist es schon echt eine Änderung. Ja, das fände ich gut. Wir senken die um 2 Milliarden, gehen mit dem Minimum Wage hoch und arbeiten an diesen Problemen. Ja. Und gucken mal, was wir noch gegen die Arbeitslosigkeit machen können. Okay. Dann würde ich den dahin setzen. Ja, das ist nicht zu hoch, aber auch immer noch erklärbar. Ja, okay. Und jetzt haben wir noch 6 politisches Kapital. Arbeitslosigkeit steigt wieder. Haben wir eigentlich eine Automation Tax auch drin? Die haben wir nicht eingeführt. Tax, Automation Tax ist gleich das erste, kostet 6, könnten wir uns gerade noch leisten. Da würden uns die Gewerkschaft aber wieder mögen. Ja. Corporate Exodus wird dadurch erhöht. Aber ist eine unglaubliche Gewinnmarge. Und dadurch, dass wir gerade die Unternehmenssteuer um 2 Milliarden runtergenommen haben, können wir mal gucken, wie weit wir hier mit den 2 Milliarden kommen. Ja. Oh. Da würde ich das niedrig machen. Also. So, dass wir ein bisschen im Plus sind. Ich würde sogar noch ein Stück runter gehen. Noch ein Stück runter? So auf 2? Ja. Okay. Dann haben wir das kompensiert auf 0 und jetzt sind wir auch wieder bei 0 politischem Kapital. Und in der nächsten Runde sollten wir mal auf unsere beiden roten Minister gucken und auf die 3 gelben. Ja. Ah, wir haben erstmal einen neuen Geldgeber für unsere Partei. Das ist großartig. Das ist sehr schön. Dann Message von einem der roten Minister. Pierre-Yves Garnier ist im Moment Law and Order Minister. Und seine Hauptunterstützer sind Eltern und Autofahrer. Und er empfiehlt Free Parenting Classes. Ja, das würde ich doch... Die wir auch mögen, immer wieder. Ja, da würde ich die doch direkt einführen wollen, wenn er uns das vorschlägt. Ja. Und tatsächlich auch dann ruhig höher, weil das kostet ein paar Hunden, also im Vergleich zu den 140, weiß nicht, so... Ja, das... Nicht ganz 200? Genau, finde ich gut. Und bei Eltern macht das einiges aus. Find ja. Ganz schön. Dann, bevor wir zum Dilemma kommen, die Situation, die kurz bevorsteht, ist die überfüllten Krankenhäuser. Da sind wir noch ein Stück von weg, aber die steht halt bevor. Wir könnten uns mal den Healthcare-Demand angucken. Ob man das noch irgendwie beeinflussen kann. Ja, Tobacco-Usage könnten wir runternehmen. Die Asthma-Epidemie sorgt dafür, dass der hochgeht. Und der Alkoholkonsum. Also Alkoholkonsum und Tabakkonsum spielen mit rein. Das wären die Hebel, die wir hätten. Bei dem Alkohol könnten wir gucken, ob wir über die Alkoholsteuer das schon ein bisschen einregeln können und vielleicht noch irgend so eine Anti-Alkohol-Kampagne. Ja. So, die Speed Limits, Geschwindigkeitsbegrenzungen. Es gibt das Argument, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen vor langer Zeit eingeführt werden, aber die Bremskraft ist viel, viel besser geworden. Da wird leider nicht der Faktor Mensch mitgezählt.
Und wir könnten auch die Geschwindigkeitsbegrenzung anheben. Das würde alles besser machen. Ja, aber weiß ich nicht. Das macht für mich nicht wirklich Sinn. Das stimmt. Allerdings haben wir einen der Minister, der auf Rot ist, der Autofahrer mag. Möglicherweise ist aber No Change an der Stelle besser im Sinne von Umweltschutz und ja. Also mal von dem politischen Kalkül unserer Zielgruppen könnte ich mir gut vorstellen, dass No Change gerade schlussendlich effektiver ist. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also da würde ich auch tatsächlich nichts dran ändern. Ja, die Autofahrer finden es doof. Eltern finden es super. Wir können mal auf die Umfragewerte gucken, wo wir im Moment stehen. Es geht wieder hoch mit dem, was wir tun. Wir haben jetzt 3 rote Minister. Mittlere Einkommen und Autofahrer und Eltern. Und er hier ist auch Jugend und Kapitalisten. Ach, sie geht noch. Aber die 3 sind krass unten. Diese mittleren Einkommen, ich befürchte, wir kommen da am Mikromanagement nicht vorbei. Ja. Also eine Variante wäre, dort auf den auf die Property Tax zu gucken, dass wir die ein Stück weit runternehmen. Wir müssen uns ums Geld kümmern. Die das Weltwirtschaft genau geht runter und unser Interest Rating ist halt wirklich schlecht. Ich gucke noch mal kurz die Probleme. Corporate Exodus ist weiterhin hoch. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht langsam runter, aber halt auch wirklich nur langsam. Die Asthma-Epidemie ist nächste Runde wahrscheinlich vorbei. Das ist schön. Doctor Strikes geht wieder ein bisschen hoch. Also, puh. Hatten wir nicht eine Entspannungspolitikrunde ausgerufen für heute? Ich finde es im Vergleich zu For the People tatsächlich immer noch ein bisschen entspannt. Ja, das stimmt. Total. Ja, also, wir stehen vor einigen Problemen. Ich würde gerne schon mal in die nächste Runde gehen, damit wir ein bisschen politisches Kapital uns ansparen für eine, weiß ich nicht, große Steuer oder irgendwas, wo wir ein bisschen vorwärts kommen. Ja, wir können mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen planen. Also, eine Autosteuer generell kostet 38, die haben wir noch gar nicht. Also Kfz-Steuer. Wie sieht das aus? Genau, die Empty Home Tax, die stand noch am Anfang. Ich glaube, für die brauchen wir 16. 16, ja. Ja, Finanztransaktionssteuer haben wir auch. Aber es tut der Wirtschaft nicht gut. Wir hätten noch die Frequent Flyer Tax. Ansonsten sollten wir vielleicht in der Economy tatsächlich mal schauen, was wir noch machen könnten. Die City Farms sind immer eine Variante für die Farmer und dann schlussendlich irgendwie dann doch auch auf Arbeitslosigkeit. Wobei mir da die Green Car Initiative oder Green Electronics Initiative irgendwie mehr gefallen würde, wenn wir sagen, wir investieren jetzt schon Geld. Wo ist denn Green Car Initiative? Okay, nee, dann war das Green Electronics. Ja, Green Electronics ist. Ja, CO2-Emissionen gehen runter und Energieeffizienz geht hoch. Kostet tatsächlich gar nicht so viel, aber kostet 23 politisches Kapital. Die ländliche Entwicklung. Das würde halt
viel bringen. Ja. Und ist teuer. Wir kommen schon wieder weg von der Sparpolitik, die wir machen, machen sollten eigentlich, ne? Ich bin an der Stelle tatsächlich dafür, nochmal bei den Steuern diese Empty Home Tax mitzudenken, weil die uns einfach bei ein paar unserer Zielgruppen ganz gut helfen könnte. Die bringt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn wir sie klug einsetzen, haben wir trotzdem noch mal eine halbe Milliarde. Möglicherweise könnten wir uns auch die Cryptocurrency Taxation noch mal angucken. Oder die Internetsteuer. Ach, die kostet sehr, sehr viel. Aber Internetsteuer besteuert halt die Unternehmen, die mit Internetdienstleistungen Geld machen. Und kann uns gut Geld bringen. Cryptocurrency Taxation ist sehr teuer vom politischen Kapital und bringt relativ wenig Einkommen tatsächlich. Wie sieht es denn mit der Finanztransaktionssteuer aus? Auch teuer, aber auch relativ hohe Einnahmen. Aber da würde ich dann eher die Frequent Flyer Tax, die ist immer noch günstiger und hat ähnliche Gewinnmarge. Und hier steigern wir direkt den Corporate Exodus und bei Frequent Flyer Tax hat das nicht direkt eine Auswirkung darauf. Da würde mich maximal noch die Senkung des Bruttoinlandsprodukts stören. Ja. Also ich bin immer noch für die Empty Home Tax. Von Anfang. Ja. Und dann gucken wir mal. Das kriegen wir nächste Runde relativ easy zusammen. Genau, 16. Wir kriegen 13. Das, ich würde jetzt hier sagen, wir hauen 2 für die Tourismuskampagne raus. Ja. Und die Alcohol Awareness Campaign. Weil da hatten wir ja noch was. Und Tobacco Awareness Campaign, also die Awareness Campaigns, also das sind dann insgesamt 6, die wir raustun, die uns in Bereichen ein klein wenig helfen, die kaum teuer sind. Und dann behalten wir 4 über und damit machen wir Empty Home Tax nächste Runde. Das gefällt mir alles sehr gut. Okay, cool. Also, Tourismus Kampagne und da würde ich sagen, die können wir ruhig vollziehen, weil Tourismus ist und Foreign Relation bringt uns richtig viel für relativ wenig Geld. Und dann Welfare. Alcohol Awareness. Da würde ich sogar einfach in der Mitte lassen. Mhm, ja. Was eingeführt haben und dasselbe bei der Tabak Bewusstseins Kampagne. Mhm. Ja. Auch. 55 Millionen. Okay. Dann haben wir jetzt 200 irgendwas um die 20, 226 ausgegeben. Mal gucken, was wir bei der Empty Home Tax wieder reinbekommen. Genau. So. Oh. Erstmal. Oh, ein Minister hat. Da gehen wir gleich drauf. Erstmal das Ereignis hier. Ein Nachbar hat einen Nuklearwaffentest gemacht. Eine benachbarte isolationistische Nation hat. Wer ist da wohl gemeint? Das klingt sehr nach Nordkorea. Hat in der Nähe unserer Grenzen einen Raketentest durchgeführt. Patrioten finden es doof und Strong Leader, also unsere, wie wir wahrgenommen werden, kriegt einen Hit dadurch. Einer unserer Minister hat seinen Posten verlassen. Okay. Der Public Service Minister. Da können wir dann direkt mal. Okay, wir mussten nicht feuern. Da können wir dann direkt mal einen neuen raussuchen. Und nach Loyalty sortiert ist es bereits. Public Services, mittlere Einkommen und Umweltschützler. Wollen wir wieder mittlere Einkommen uns reinholen?
Ja, die anderen Varianten sind ehrlich gesagt nicht viel besser. Nö, Eltern und Selbstständige? Okay, dann machen wir, stimmt, das geht noch. Das geht. Ja, komm, dann lass uns das nehmen. Angelique Olivier möchte auch Public Services machen. 1,9. Das ist super. Die ist grün und ich glaube, die bleibt auch eine Weile grün. So, und dann haben wir eine Warnung von Arthur Laurent. Der ist Foreign Affairs Minister, also Außenminister, könnte man sagen. Und der empfiehlt, dass wir das Jugendpolitik-Council einführen für 2 politisches Kapital für relativ wenig Geld. Dem würde ich direkt folgen. Ja. Und es gibt der Jugend einen Boost und warum nicht voll? Ich würde es gar nicht so hoch nehmen. Also ich würde es eher so, genau. Okay. Okay. So. Ah. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr genug. Ja, weil wir haben von der gekündigten, vom gekündigten Minister haben wir das politische Kapital nicht bekommen. Wahrscheinlich. Ja. Und jetzt kriegen wir 12 in der nächsten Runde. Und 3 sind rot. Guck dir mal unsere Popularität an. Ei. Naja, es geht, also wir haben jetzt gerade tatsächlich das Problem, dass mal wieder die Zinsen uns auffressen für die Kredite. Ich finde, wir halten uns echt immer noch gut dafür, aber wir kriegen unser Bruttoinlandsprodukt nicht hoch. 20. Also irgendeinen Befreiungsschlag, also den ersten Befreiungsschlag hatten wir vorhin mit dem Verkauf, weil wenn ich mir das so angucke in der Kurve, hat sich das eigentlich nicht so richtig ausgezahlt. Nee, okay, wir sind einfach 3,5 Milliarden Ausgaben jedes Quartal losgeworden, aber die sind jetzt schon von den Zinsen wieder aufgefressen. Wir könnten überlegen, den Railstrike einfach auch loszuwerden, indem wir die Eisenbahn verstaatlichen. Da brauchen wir 14 für, das können wir nicht. Ja, aber dann lass uns nicht verstaatlichen, sondern verkaufen, Entschuldigung. Ich hätte damit kein Problem. Also schlussendlich, wir haben einmal, als wir Deutschland auch schwer gespielt haben, sind wir in die Schuldenspirale geraten und haben daraus gelernt, dass wir frühzeitig auf staatliche Schulden achten sollten. Und wenn der größte Ausgabenpunkt die Zinsen sind, die man abbezahlen muss, dann kann man gar nichts mehr machen. Insofern würde ich diese quasi heilige Kuh einnehmen und verkaufen. Ja, unsere Corporate Exodus ist nichts passiert. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht wieder hoch. Dr. Strike ist wieder auf dem Abwärtstrend und kurz bevor es vorbei war, steigt wieder die Asthma-Epidemie. Ja, und die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist natürlich dadurch hochgegangen, dass wir den Mindestlohn angehoben haben. Ja. Ja. Ich würde jetzt vorschlagen, eine Sache würde ich jetzt machen. Ich würde tatsächlich das kostet 8, die noch weiter anzuheben. Das können wir uns nicht leisten, wenn wir die Empty Home Tax einführen wollen. Aber wollen wir die Empty Home Tax noch einführen? Wollen wir... Also, ich glaube, wir müssen jetzt Sparkurs. Das heißt, wir reduzieren krass. Mhm. Also wir haben im Moment kein Bildungsproblem, unsere Bildung ist okay. Also also in diesem Bereich sehe ich halt staatliches Gesundheitssystem, da haben wir Probleme. Bildungssystem haben wir im Moment keine Probleme, haben wir jetzt kein direkt rotes, drückendes Problem. Ich würde gucken, dass wir bei der Bildung sparen. Aber das bringt kaum was. Genau, es bringt finanziell schlussendlich nicht so wahnsinnig viel. Ja. Wie sieht das mit Hochschulen und Stipendien und diesem ganzen Bereich aus? Public Libraries? Nee. Science Funding haben wir hochgesetzt gerade erst. Was ist das hier? Selective Schooling.
Ach, wir haben sogar eine staatliche Post. Okay. Ja, mit den richtigen regulativen Eingriffen kann man das auch. Genau, da wollte ich in die University Grants. Die sind sehr, sehr niedrig. Ja, schade. Ich hatte gehofft, dass sie höher, also hatte gedacht, dass sie höher sind und wir dann nochmal ran kann. Ja. Ja, dann lass uns doch die Posten. Ach, wir können ja nicht alles verkaufen. Das ist ja auch so ein bisschen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Auch wenig, also 800 Millionen. Also das Verkaufen bringt uns im Endeffekt immer nur für das für die Gesamtschulden irgendwas. Ja. Und dass wir dann so wenig einsparen. Ja. Wenn wir die staatliche Post verkaufen, dann sparen wir irgendwie pro Runde 100 Millionen. Allerdings weiß ich nicht, was es uns kosten würde, wenn wir sie, also was es uns bringt, wenn wir sie komplett verkaufen. Also sie tut nicht wir weh. Wir können ja mal auf Cancel Policy und dann wird das uns sagen. Nee, sagt uns erst danach. Nee, ich glaube, hier kriegen wir da nichts. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Telekom, müssten wir noch genug. Nee, haben wir leider nicht genug, dann können wir nicht draufklicken. Weil als ich bei der Stromdings draufgegangen bin, dann sagt er uns, wie viel wir kriegen. Aber ich glaube, wir kriegen für den Postservice kriegen wir einfach nichts. Wie sieht denn momentan unser CO2-Bereich aus? Können wir vielleicht da schon irgendwas. Guck mal, die sind bei null, da können wir auch das Smart Meter Programm beispielsweise abschaffen. Das was? Wir können mal gucken, ob wir dort in dem Bereich ein paar Programme abschaffen, wenn wir sowieso bei null CO2-Emissionen sind. Also dann bringt uns auch die Karte. Wir haben eine CO2-Steuer. Die uns momentan nichts bringt, weil wir fast null CO2 haben. Korrekt. Was wir machen können ist, wir können politisches Kapital investieren, um die negativen Effekte zu reduzieren. Unter anderem, ja. Ich sag jetzt mal, wende nur 3 politisches Kapital auf und gehe hier an die Grenze und sorge dafür, dass wir einfach mal 1,2% auf das Bruttoinlandsprodukt bekommen. Und Meinungen bei allen gehen nach oben und nur die Energieeffizienz geht ein bisschen runter. Corporate Exodus wird ein bisschen abgemildert und hier regulieren wir ein klein wenig nach unten. CO2 wird auf null bleiben, aber unser Bruttoinlandsprodukt wird trotzdem steigen. Oder soll ich sogar noch tiefer runtergehen? Ich glaube, sogar mit 10% würde das auch ausreichen, dass immer noch irgendwas da ist. Da würde ich sogar auf 9 gehen wollen. Okay. Guck mal, die Kapitalisten freut. Ja. Ja. Ja, das finde ich gut. Okay. Und dann könnten wir überlegen, ob es irgendein CO2-Einsparförderprogramm gibt, Smart Meter oder irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. Wo wir einfach sagen, okay, das kann jetzt auch der Markt machen, die einige Sachen Energieeffizienz läuft. Das hier Micro Generation Grants. Ja, das kostet nicht so viel und die Impacts sind gar nicht schlecht. Dann verpflichtende. Also das würde ich behalten, weil uns das auch den die Öleinsparungen. Ja. Noch mitbringt. Ja, wir haben hier die Kernenergie, also Kernspaltung. Unterstützen wir mit relativ viel. Da wäre auch die Frage, genau, ob wir das nicht einfach ein Stück runtersetzen. Wenn wir es runtersetzen, ist es ein Impact auf das Bruttoinlandsprodukt von 2. Nachdem wir gerade uns gefreut haben, dass das ein bisschen. Aber wir sparen jede Menge. Also hier ein kleine Änderung am Regler sind schon, ich sag jetzt mal, wenn wir sind bei 980, wenn ich auf
680 gehe, dann ist der Bruttoinlandsprodukt minus 0,8. Aber wir zahlen. Damit könnte ich leben. Ja, okay. So, und dann CO2, was haben wir noch? Clean Energy Subsidies. Das subventionieren wir halt. Also wir subventionieren halt relativ viel. Das ist halt das Interessante auch an Frankreich, so wie es angelegt ist. Ja. Biosprit-Bezuschussung. Tja. Oh, das ist teuer. Das könnten wir abschaffen. Ja. Das ist super teuer. Und echt Geld. Ja, genau. Ja. Okay, und dann sind wir schon bei null. So, weiter im Sparkurs, würde ich sagen, ne? Mhm.